Herzlich willkommen, liebe Leute, liebe Freunde und Zuschauer von Alpine Momente. Ich stehe jetzt gerade am Gipfel der Drachenwand im wunderschönen Mondseegebiet im Salzkammergut. Weil euch die letzten Videos zu den Klettersteig so gut gefallen haben, habe ich mir gedacht, die Drachenwand dokumentiere ich wieder mal richtig gut mit allen Informationen, die wichtig sind für euch, wenn ihr eure Schlüsselstellen des Drachenwand-Klettersteigs sowohl im Aufstieg als auch im Abstieg sehen wollt, dann seid ihr bei diesem Video richtig. Bleibt dabei, viel Spaß. Gehen wir gemeinsam auf die Drachenwand mit meiner Schwester. Wir sind jetzt an einem Parkplatz von der Drachenwand. Ihr könnt einfach ins Navi rein, Gasthof Drachenwand, Mondsee, dann findet ihr da her. Jo, da sind wir beim Bio-Parkautomat. 2 Euro zahlt man pro Auto und Tag und ihr seht, da 4 sind Parkplätze. Da sind Parkplätze, funktionieren dort so. Man nimmt sie, wo was außer. Wo was freies, was nehmen wir? 29, es ist 29, Frauen werden nicht älter. Und dann knallst du da 2 Euro rein und dann hast du die Parkscheibe ins Auto, gell? Genau. Hinter uns ist der Parkplatz und auch Gasthof Drachenwand. Und ihr seht, der Klettersteig ist geöffnet, gut ausgeschildert. Da gehen wir jetzt hin. Der Zustieg ist nicht weiß gut wie lang. Wenn euch der Klettersteig gefallen hat, könnt ihr da eine kleine Spende reinhauen. Und wenn es keine Spende reinhaut, dann Daumen nach oben fürs Video zumindest. Gleich nach der Kapelle kommst du auf die Brücke, wo wir jetzt sind. Und wir müssen rechts auf Richtung Drachenwand, Almkogel. Da geht es nachher links einmal davon, auf dem Almkogel rauf. Schreibt mir gerne mal rein, ob ihr die Tour auch mal sehen wollt. Das ist was, was locker nach der Arbeit einmal geht. Lasst mir das wissen in die Kommentare. Links Almkogel, rechts Drachenwand, Normalweg und Klettersteig. Vom Auto weg sind es bis daher 110 Höhenmeter. Und da trennen sich jetzt die Wege. Da links markiert auf, geht der Normalweg. Rechts gut angeschrieben, Klettersteig. Höhenmeter sind es bis daher, schaffst in 20 Minuten. Dann bist du beim Anseilplatz. Da seht ihr sogar noch mal Übersicht über den Drachenwand, Klettersteig, Schwierigkeit BC, 400 Höhenmeter, circa 2 Stunden und es steht auch dabei, einige Stellen D, ich würde sagen maximal CD. Ich habe aber das Topo heute dabei und ihr kriegt ganz eine ausführliche Doku mit ganz ausführlichen Informationen über jeden einzelnen Sektor der Drachenwand. Viel Spaß jetzt. Wir haben uns jetzt einen Gurt angelegt, gell? Und Helm angelegt und wir sind im Einstiegsbereich der Drachenwand. Da auf ist jetzt der erste Sektor, das ist bis zu einer Scharte, alles A, B und B. Und jetzt geht's los, gell? Ja, jetzt geht's von der einen Leiter zur anderen. Das ist der steile Einstiegsbereich jetzt von oben.
ist sehr steil, aber überhaupt nicht schwer. Hat überall wunderschöne Griffe und Tritte. Ich hab noch keine Angst. Du stehst eh gut, gell? Super steh. Warum Lucky wer geht? Weißt du, steig auf die Trittstifte da. Wir haben jetzt die ersten zwei Sektoren hinter uns, also A, B und B. Und schwerer geht es auch nicht weiter. Sektor 3, mich ist fast. Da kommt man her. Jetzt ganz am Anfang gleich einmal ein wichtiger Kommentar. Ihr seht es, ich bin nur mit einem Karabiner eingehängt. Das ist was nicht der Lehrmeinung entspricht. Und das kannst du nur machen, wenn dir bewusst ist, dass du den Tritt oder den Halt nicht verlieren darfst. Weil wenn du das machst, dann stürzt du ab und dann bist du hin. Also macht das nicht nach. So, das heißt, ich komme rauf. Schlack, schlack, wunderschöner Ausblick. Ja, da rauf, die Stufen, das war jetzt ein BC und ein Gamsalgarten, da kannst du ein bisschen rosten und die Aussicht auf den Mondsee genießen. Einfach ein Traum. Theresa kommt jetzt an dem Sektor 6 daher, das ist alles leicht A, B. Da geht es da rauf zur Altweiberrohrs und dann geht es ein bisschen schwieriger weiter Kategorie B. Da geht es jetzt die weiße Verschneidung um und das ist so eine erste richtige Schlüsselstelle. Da geht es in Kategorie C rauf und oben nachher durch den Kamin, da wo der obere ist, das ist nachher Stufe B. Und nach dem Kamin kannst du nachher schon wieder rosten. Kategorie A. Das sind die Sektoren 7 und 8 oder 8 und 9, ich weiß jetzt nicht. Ich schreibe es euch dann rein. Ja, bist du zweimal rauf mit mir. Aber heute das dritte Mal werden wir das Video auch hinkriegen. Einmal waren wir im Föhnsturm oben, das traue ich mir euch nicht herzeigen. Und das zweite Mal habe ich voriges Jahr die GoPro im Abstieg verloren. Jawohl, die Therese steigt da jetzt hinaus, Kategorie B, und oben ist es nachher schon einfacher.
Sektor 9, Götterquergang. Jetzt kommen wir daher. Alles so einfaches Gelände da in dem Sektor 9 AB. Und es geht sehr steinig schwieriger weiter. Da baut sein Essen aufs Gipfel. Nusskipferl. Alles easy. Und da oben geht es wieder ein bisschen schwerer weiter. Da oben Kugel ist da drüben. Sieht man Gipfelkreuz, da ist da oben Kugel. Vom Nusskipferl kommst du in wunderschöner Aussicht auf den Mondsee auf. Schaut euch das an. Brutal. Ganz einfach da rauf. Und jetzt sind es nachher nochmal wieder ein bisschen schwierigere Stöhe. Da geht es in BC dann weiter. Ich zeige euch dann die Theresa von unten. Das ist sehr frei so zum Aufpassen. Bei uns ist der Klettergarten und da sind lauter kleine Schuhe. Okay. Kurze Stöbe jetzt hier gleich vorbei. Das ist der Umhänger. Da oben ist Stein, gell? Genau. Aber zuerst umhängen. Genau. Sehr schön. Sektor 11, graue Platte, glaube ich, heißt die Kategorie BC, geht's da rauf. Oh, Wadeln, oder? Ja, brutal, gell? Gewaltig! Abgespeckt ist da. Ausgesetzt. Einfach nur gewaltig. Stolz bin ich auf die Schwester Herz. Danke, du musst ein bisschen schwindelfrei sein. Ja. Die Theresa macht das richtig mit einem Umhänger und hat zwei Karabiner eingehängt. Nehmt euch ein Vorbild an ihr und nicht an mir. Fetten Daumen nach oben. Genau so schaut es aus. Sogar der Helm sitzt. Sektor 13, Franzosenschanze, geht's auch nochmal rauf und dann trennen sie die Wege und es kriegt's alle zwei präsentiert von uns.
Kategorie B ist es da auf. Nur ein kurzes Stickerl, keine 10 Höhenmeter. Und dann stehst du da, wo sich die Wege trennen. Einmal über die Hängebrücke und einmal ein bisschen schwerer direkt durch den Fels rauf. Jawohl, da trennen sich jetzt die Wege. Einmal da Kerzen gerade rauf zur Brücke. Die macht die Therese für euch und sie filmt mich, wie ich da links durch die Wand aufgreife. Ich filme die Therese dann von oben. So schaut es aus. Für mich geht es jetzt da vier und dann rauf. Da kommt man jetzt her und dann steht man bei der Pfeilerwand. Da oben ist die Brücke, da geht die Theresa dann und für mich geht es in CD rauf. So, irgendwo kommt da mein Bruder hinter dem Fels da rauf, rechts davor. Da irgendwo.
Ich glaube, da magst du bis morgen stehen bleiben. Das Wetter bleibt schön. Mir oder was? Nein, wegen der Aussicht war's. Das ist ein Wahnsinn. Aber du haben uns da schon. Ja. Schön steigst, mein Schwesterlein. Brav bist. Aber bei der Brücke, wenn du da Panik hast, da steht bei jedem Ding da steht irgendwas. Okay. Eine Werbung oder so, da kannst du dich konzentrieren und kannst du auswendig lernen. Okay, das ist cool. Ja. Wenn es voll windig ist, langert die da nicht um mich. Nein. Brücke, ja. Du sprichst aus eigener Erfahrung, gell? Hubschrauber kann ich nicht kommen. Ist mir gesagt worden. Ja. So, da geht es jetzt in die Kategorie BC. Über die ganzen Stifte weiter um. Und nachher wird es eh schon einfacher. Also wir sind mittlerweile da, wo die Wege wieder zusammenkommen. Das ist brutal ausgesetzt dann da um. Pfeift es dann voll runter. Ja, ist ausgesetzt, gell? Da bin ich aber mit einem Fuß den rechten aufgestiegen, meinen linken nachgeguckt. Stimmt, verstimmt. So, dass ihr mal seht, wie ausgesetzt das da ist. Bist du da? Da kommt ein sogenannter Gelbkopf daher. Gell, du bist der Gelbkopf. Da hinten sind wir jetzt noch aus der ausgesetzten Passage her. Mittlerweile Sektor 16 Zackengrad, ganz einfach. A, A, B. Und leider ist es nicht mehr auf dem Gipfel der Drachenwand. Also es ist ja eigentlich nicht der Drachenwandgipfel, sondern das ist nur der Klettersteiggipfel, wo wir raufkommen. Aber schreibt es unten rein in die Kommentare, ob ihr den Drachenwandgipfel auch mal sehen wollt, dann machen wir die Drachenwand. Schoberüberschreitung über die Schatzwand. Das ist eine coole Tour, habe ich schon einmal gemacht. Also da geht es jetzt hinauf auf den Grat. Ganz einfach. Bist du da jetzt links oder? Ich bin oben drüber. Das ist nicht schwer da am Zackengrat, aber ziemlich blöd. Dafür ist das Panorama einfach brutal. Da hinten der Mondsee, rechts 16 Bild. Da in Schafberg. Das ist ein ziemlich gefährliches Stück zum Hänger bleiben. Ja, ich trau mich da glaube ich zu. Jawohl, brav. Da geht's steil runter. Ja, da geht's steil runter, sagt die Theresa. Recht hat sie. Da geht's steil runter. So. Klettersteigprofi. Gewaltig. Mein erster Klettersteig zum dritten Mal. Ja.
vor, gratis Querung. Ausstieg vom Zackengrat. Das ist ein bisschen blöd, da oben. Der Schritt aber auch nicht Spaß. Und nachher geht schon in einen der letzten Sektoren. Gipfelwand. Lass ich dich da gleich vorsteigen, Theresa. Das kann ich so gut, gell? Ja, zeig das den Zuschauerinnen und Zuschauern, wie das geht. Warte mal. So geht das, genau. Ich nur mit einer hin. Ja, ich hab das eh schon gesagt, dass man das nicht tun sollte. Ich tue mit beiden und geh trotzdem falsch. Ja, ich hab jetzt da die Einverständniserklärung von der Dame da vorne. Einen schönen Gruß, falls du zuschaust nachher beim Video. Hab ja schon gesagt, alpine Momente muss so schauen. Dann zeigt es das Video. Und das ist jetzt eben die Gipfelwand, Kategorie BC geht's da raus. Sie hat auch gesagt, die geht falsch, nur mit einem einhängen, also darfst du das nicht leiteln. Und wenn du nur mit einem Karabiner einhängst, dann kannst du abstürzen, wenn du dich umhängst. Und schon ist sie fast oben aus der Gipfelwand draußen. Theresa, du magst auch gleich nachzwiefeln. Sehr schön. So, letzter Ausstieg auf dem Gipfel. Alles easy, gell, der Reiser? Gut, versteht er, muss nicht einmal die Füße nehmen. Da vorne ist es aus. Ja, wir sind jetzt mittlerweile am Gipfel der Drachenwand ausgestiegen, voll genial. Die Wolken sind halt ein bisschen um und um, aber dafür der Ausblick auf den Mondsee umso schöner. Da vorne seht ihr jetzt dann in Schafberg, dahinter eben Rettenkogel, Bergwerkskogel, Rinnkogel rechts, dann Gamsfeld und da geht es noch in eine Richtung Denningebirge, da hinten der Salzburger Berg, da unten hinter der Therese der Mondsee. Und jetzt nehme ich eigentlich mit euch halt das zum Aufpassen ist. Drum nur dranbleiben. Ja, wir gehen jetzt gemeinsam runter, gleich vorweg, der Abstieg Drachenwand. Da passiert oft was, der ist zum Aufpassen, der ist alpin, teilweise abgeschmiert. Ein paar versicherte Stellen sind drinnen. Bleibt unbedingt dran, ich zeige euch die Schlüsselstellen und unten gibt es nachher wie immer Resümee zur Tour. Was halt schon so richtig besonders ist da bei der Drachenwand, das sind so die Bäume, du hast das Gefühl, du bist in Kroatien auf Urlaub, oder? Schon, gell? Sehr exotisch, ja. Das hat echt was von Kroatien hinten auch. Die schönen Salz kann man gut sehen, ein Traum. Ihr seht es, da ist sogar ein bisschen versichert.
und alles Absturzgelände. Ja, und der Abstieg, das ist halt was, was man auf YouTube bis jetzt, glaube ich, noch nicht so gesehen hat. Und es ist aus meiner Sicht einmal ganz wichtig, dass das auch einmal gesagt wird, wie gefährlich dass das da oben eigentlich ist. Juhu, ich war am Berg. Gewaltig. Spätestens da sieht man im Gasthof Drachenwand, Ausgangspunkt, Schwarzer Steig, alpine Erfahrung, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit. Erforderlich und das ist definitiv so, liebe Leute. Da oben hört so ein sicherheitsrelevanter Hinweis. Bei uns ist das jetzt gerade so im Spätfrühjahr gut zu gehen, aber das ist ein Steilwald und im Herbst bzw. auch früh im Frühjahr liegen da Blätter. Und das ist brutal gefährlich, dass man da ausrutscht. Da kannst du dich wirklich schwer verletzen dabei. Also der Wald da oben, der ist steil und richtig zum Aufpassen. Auch im Herbst sieht man dann die Felsen, die da drinnen sind. Hinter mir seht ihr es. Das siehst du dann im Herbst gar nicht. Also ich bin da selber schon einmal ausgerutscht. Da geht es nicht nur runter, sondern auch rauf und böse Zungen behaupten, das ist die Rache des Drachen da rauf. Vielleicht weil lauter böse Weiber vor mir raufgegangen. Nein, das ist ja traurig. Ja, nach dem kurzen Gegenanstieg werden schon fast 100 Höhenmeter sein. Ab jetzt geht es bergab und im Absturzgelände geht es jetzt dahin, gell? Mhm. Aufpassen was. Mhm. Moment, ich decke mit. Genau. Oh, du bist direkt warm. Ja, jetzt beim Abgehen, gell? Genau, sieht man Steigspuren eben, da haben wir uns schon ein paar verkoffert. Ja. Also, ich glaube, das sind für einige, die da noch nicht waren, Neuigkeiten, wie anspruchsvoll das Gelände da aber ist. Da ist mir meine Kamera abhanden gekommen, die liegt irgendwo da unten drinnen. Sonst hätte ich voriges Jahr im Herbst schon ein Video zur Drachenwand gesehen. Thank you.
Ja Leute, 650 Höhenmeter hat die Tour bergauf und wir sind jetzt 500 Höhenmeter bergab gegangen und erst da seid ihr safe. Bis dahin gehört ihr der Drachenwand. Resümee folgt jetzt gleich. Wie angekündigt machen wir jetzt das Resümee mit der Resi, neben mir. Genau. Der Resi, du wirst noch neu ergänzen, wenn ich irgendwas vergessen habe. Ich würde sagen, jetzt sind wir gerade 4 Stunden und 7 Minuten unterwegs. Wir haben uns richtig Zeit lassen, das Ganze gut mit euch zu dokumentieren. Wir haben ein paar Pausen gemacht. Auch am Gipfel sind wir eine halbe Stunde lang gesessen. Und jetzt sind wir auch nicht übermäßig schnell gegangen. 4 Stunden ungefähr ist ein Richtwert, den jeder schaffen kann, der einigermaßen gut trainiert ist. Die Drachenwand, der Klettersteig, wird von vielen als anfängerfreundlich bezeichnet. Das ist auch der erste Klettersteig, den meine Schwester gemacht hat mit mir. Ich würde sagen, der ist nur bedingt anfängerfreundlich. Er ist dann anfängerfreundlich, wenn der Anfänger einen erfahrenen Klettersteiggeher dabei hat. Dieser Klettersteiggeher muss den Anfänger gut einschätzen können, dann ist er anfängerfreundlich. Wenn du jetzt ein Klettersteiggeher bist, der Anfänger ist und sowas noch nie gemacht hat, dann würde ich sagen, du lässt dich da definitiv auf ein hohes Risiko ein. Allein schon der Aufstieg, du bist echt ausgesetzt unterwegs ein paar Mal. Das muss man zuerst schon einmal gemacht haben, war sinnvoll. Und auch der Abstieg. Ihr müsst euch vorstellen, 650 Höhenmeter hast du zu absolvieren. Und davon musst du 500 bergab gehen, wo jeder Schritt und Tritt sitzen muss. Das heißt, wenn du oben bist, hast du es definitiv noch nicht geschafft. Ansonsten ist es eine richtig coole Tour, würde ich sagen. Habe ich was vergessen? Nein, aber das erste Mal entweder irgendwie mitnehmen, der es richtig checkt, der dem Notfall aufziehen kann, wenn er die Kraft ausgeht oder wo nichts geht, oder einen Bergführer mitnehmen. Ich meine, die Stecken nur fürs AWG mitgenommen. Ich habe Stirnlampen im Rucksack drinnen, weil manchmal dauert es ein bisschen länger. Und wenn es dunkel ist, du kommst nicht mehr runter. So weit, so gut. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, benutzt das Kommentarfeld unten. Bewertet das Video mit einem Daumen nach oben, Daumen nach unten. Beides natürlich erlaubt. Und wenn ihr in Zukunft keine Videos mehr auf unserem Kanal verpassen wollt, aktiviert die graue Glocke, abonniert den Kanal. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, ciao. Und da auf der Seite geht's wie immer zu den nächsten Videos. Macht es gut. Ciao.